Christine Stückelberger, mehrfache Medaillengewinnerin beim Dressurreiten, ehemalige Richterin und nun erster Vorstand bei Xenophon. Was Xenophon ist und wofür sich Xenophon einsetzt, erfahren wir nun beim folgenden Interview. Also ich fasse es einfach jetzt in Kurzform zusammen. Es sind insgesamt 26 Medaillen, die ich gemacht habe an Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympiaden. Und angefangen auch, wie alle Kinder in einer Reitschule, ganz von unten an der Longe, Sitzlonge gemacht. Und das ging etwa gut ein Jahr, ein bisschen länger, nur sitzen gelernt an der Longe. Und dann kam man in die Kinderklasse, zuerst in die schlechteste, dann die bessere und dann die beste. Und wenn man das Gefühl gehabt hat, man kann schon ein bisschen reiten, habe ich gefunden, also springen möchte ich auch. Dann ging ich in die Springklasse rein. Und nach hat sich das entwickelt, dass man dann halt auch Privatpferde hat zum Reiten bekommen. Zuerst Trockenreiten, da waren wir schon glücklich. Und dann später haben die gesehen, also sie passt auf, sie gibt sich Mühe, sie pflegt die Pferde. Ich habe halt alles gemacht, Tag und Nacht fast um die Pferde herum. Und dann automatisch hat sich das ergeben, dass ich immer mehr Privatpferde bekommen habe zum Reiten. Und dann habe ich gesagt, eigentlich möchte ich gerne die Lizenz machen. Habe dann ein Reitschulpferd gekriegt und habe dann die Lizenz gemacht und dann ging es los. Und dann ganz rasant, also ich war dann innerhalb nach der Lizenz 2 Jahre danach schon an der ersten Olympiade. Ja, und dann hatte ich mein erstes Pferd Maryboy, ein Vollblüter, und war eigentlich immer dabei, irgendwo immer schön vorne dabei, Europameisterschaft mal 9., dann in Aachen jedes Jahr 2 Prüfungen gewonnen. Da waren noch nicht ganz so viele Teilnehmer, aber man hat es auch machen müssen damals. Und dann kam mein zweites Pferd, der Granat, und der war natürlich der absolute Überflieger damals für mich, oder? Nie gedacht, dass der das so weit bringen wird, und das ist, glaube ich, soweit ich meine Kenntnisse habe, das einzige Pferd, das 5,5 Jahre ungeschlagen war, also wurde nie geschlagen. Und wir sind damals also einander nicht ausgewichen, sondern wir sind wirklich gegeneinander angetreten. Und er war wirklich 5,5 Jahre unschlagbar. Er hat dann auch den Großteil meiner Erfolge gemacht. Und dann kamen dann wieder andere Pferde, Tanzanit, Rubelit und so weiter, bis ich dann zum Gauguin de Lully kam. Mein erstes Schweizer Pferd, und der hat allein als Hengst, später Deckhengst, hat er 7 Medaillen gemacht. Also auch ein erfolgreiches Pferd, ja. Und so ging das dahin, ja. Also was ist das Xenophon eigentlich, diese Organisation und Gesellschaft? Also Xenophon hat sich gegründet eigentlich aus dem Bedürfnis heraus, dass Leute eben einsteigen möchten in Pferdesport, nicht wissen wohin. Die Profis sind irgendwo ganz da oben, da traut man sich sowieso nicht zu fragen, wo kann man sich wo melden, anmelden, wo kann man pferdegerechte Ausbildung bekommen. Und Spitzensport ist vielleicht eine bisschen andere Schiene sowieso zum Einsteigen. Und es sind auch gewisse Sachen auf Turnieren passiert, sprich Abreiteplatz oder auch sonst, wo man einfach sagen muss, hoppla halt, das ist jetzt weniger schön zum Anschauen. Und dann hat einfach Xenophon sich gebildet, auch zur Förderung und Erhaltung der klassischen Reitkultur. Weil das Wissen, wie ich jetzt überall sehe, ich gebe sehr viele Seminare und Kurse, das Wissen, es ist kein Handwerk, es sollte eine Kunst sein. Und Handwerk haben wir jetzt, die Kunst geht langsam verloren. Das wollte man erhalten, dass das feine Reiten auch noch seinen Platz hat. Und keinenfalls nur das Sportreiten, wo manchmal auch ganz zünftig zur Sache gegangen wird, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, sondern dass man auch sich dem Pferd ein bisschen anpasst, das Pferd verstehen lernt, mit ihm kommuniziert, das ist ganz wichtig, und eben pferdegerecht reiten, das ist eigentlich unser Anliegen. Dass man also den Pferden auch ihr Leben lässt, das ermöglicht, dass auch sie sich entfalten dürfen und dass man eben auch die Kultur keinenfalls verliert. Und Xenophon ist ja eigentlich ein Namensgeber. Und wissen Sie da mehr über den Xenophon, wer das eigentlich war? Oder ich meine, Name ist ja gerade im Basisbereich vielen relativ unbekannt. Also Xenophon war ein Philosoph, ein Griechischer, und der hat sich eigentlich sehr viel beschäftigt eben mit der physisch-psychischen Sachen auch, und hat ja gemerkt, dass ein Pferd auch eine Seele hat und kein nur Instrument ist zum Kriege führen oder zum Abnützen oder Benützen. Und er hat eigentlich die
Man sagt immer, die erste Reitlehre geschrieben, aber es ist eigentlich nicht, es gab vor ihm noch jemand, der hat auch das studiert, hat gemerkt, dass Pferde sehr hochstehende Wesen sind. Und der hat eigentlich die erste Pferdelehre geschrieben, aber nie zusammengefasst zu einer Lehre, zu einem Buch. Und Xenophon hat dieses Werk dann aufgegriffen, vervollständigt und die erste öffentliche Reitlehre herausgegeben in Buchform. Und das war 430 vor Christus, also das war, man sieht, wie alt die Tradition eigentlich ist. Und die erste Pferdelehre schon entstanden ist, die heute noch in sehr vielen Belangen Gültigkeit hat, wo man absolut sagen kann, das ist heute noch so. Das Pferd hat immer noch vier Beine, den Kopf vorne und den Schweif hinten. Es ist nicht wie ein Ferrari, wo das Modell sich ändert. Die Modelle haben sich auch geändert heute. Die sind noch edler, noch blütiger, schöner geworden, noch mehr Gang. Also die Züchter haben da wahre Wunder vollbracht. Aber reiten muss man immer noch können und sie bedienen können. Also wer ist jetzt da alle dabei? Also wir haben Springreiter dabei, wir haben Militärreiter dabei, einer der besten, wo man haben kann, der Martin Plewa. Und das ist auch vom ganzen Image her ist der Martin Plewa natürlich wunderbar, auch für die Militärreiterei, weil er gibt sehr, sehr gute Vorträge und Seminare, hat selber bewiesen, dass es kann. Also Xenophon soll jetzt eher den Trainer ansprechen oder auch die Allgemeinheit? Absolut die Allgemeinheit. Also Trainer ist nur ein Ressort. Wir haben ja viele Ressorts. Wir sind ja auch auf Abreiteplätze teilweise präsent mit Leuten, die sagen, halt, stopp, das geht zu weit. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Reiter wissen, man muss irgendwie auch Respekt haben gegenüber dem Pferd. Und dass die wissen, es kann jederzeit auf dem Abreiteplatz ein Steward auftauchen, aber auch ein Xenophon-Mitglied, wo sagt, ja, um Gottes Willen, halt, stopp, so geht das weniger. Und dass man auch ein bisschen sich für die Pferde einsetzt. Und das können Springreiter sein, das können Dressurreiter sein, das kann ein Fahrer sein. Wurde in Leipzig ein Fahrer dann gemeldet von einer Xenophon-Dame. Und die hat gesagt, also das war jetzt ganz schlimm. Und hat dann gesagt, bitte verlassen Sie den Platz, hat er auch. Und ich denke, das macht die Leute aufmerksam. Und solche Sachen bringen uns dann wieder sehr viele neue Mitglieder, erregt Aufmerksamkeit, weil man doch, viele Leute sehen das auch, die zuschauen. Und die bewundern dann den Mut von jemandem, der dann sagt, also bitte jetzt aufhören. Und ich glaube, das geht schon in eine richtige Richtung, dass man einfach, man hat früher auch Sport gemacht und teilweise so schlimme Sachen hat man weniger gesehen. Das ist ja im Prinzip dann auch teilweise gegen gewisse FN-Richter, wenn sie da am Abreiterplatz, weil die müssten das ja eigentlich sehen. Also wir exponieren uns schon, das muss man sagen, es braucht manchmal Mut. Wobei wir haben auch zum Beispiel einen Erfolg zu verzeichnen, dass es wurde ja der Happiest Athlete of the Year ernannt und dann hat es geheißen, das ist der Anki van Grunzen, ihr Pferd. Und dann haben sich natürlich bei vielen die Haare gesträubt und haben gesagt, ja, aber ausgerechnet das. Und die FAI hat das jetzt offiziell zurückgenommen, dass das ein Irrtum gewesen sei. Also das ist jetzt nach neuestem Datum, also nicht mehr der Happiest Athlete of the Year. Und auch auf den Abreiteplätzen, die FAI weiß, dass wir da auch teilweise tätig sind und dass wir auch sagen, also die Richterei ist schuld, wenn so geritten wird, weil wenn sie dann Medaille verteilen für dieses Reiten, dann kann ja das, entweder ist es gut und dann kriegt man eine Medaille und wenn die Sachen machen, die weniger gut sind und kriegen auch eine Medaille mit vielleicht weniger guten Mitteln, hat auch die Anki van Grunzen ganz spontan gesagt in Stuttgart, ja, was wollt ihr eigentlich, wenn ich alle Medaillen gewinne, bin ich da falsch? Und das hat sie ja richtig, wenn sie die Medaillen kriegt für das Reiten, ist sie natürlich weniger angreifbar, das ist ganz klar. Wie erkennt ein Hobbyreiter, also wenn er dann sagt, okay, ich gehe zu Xenophon dazu, wie erkennt er das Ganze? Oder was kann er dafür tun, dass das eben sowas auch abgeschaltet wird? Also ich glaube, dazu etwas tun kann eigentlich jeder, oder? Es braucht manchmal Mut, etwas zu sagen. Man kann sich informieren, man kann an unsere Seminare kommen. Wir haben auch Trainerseminare, die sind für Xenophon-Mitglieder, sind die offen. Eine Weiterbildung und wir sind aber sehr strikt. Also ich kann auch mal, wenn einer da irgendetwas macht, was mir nicht gefällt, also für die Trainer sind zum Beispiel Klaus Balkenhol und ich zuständig hauptsächlich und wir diskutieren das aus. Wenn wir etwas sehen oder hören, was weniger gut ist, dann wird das richtig durchgeackert. Und was sagen Sie zu diesen Gurus, die das machen da und propagieren da?
Also diese Gurus sind ja erst entstanden durch die Problematik, die wir heutzutage haben. Oder es ist die klassische Reitweise, die man früher ausgeübt hat, die jahrhundertelang geprägt, dass das Reiten geprägt hat und gemacht wurde und mit Erfolg. Also wir haben auch Olympiade geritten und haben auch Spitzensport gemacht. Und jetzt kamen diese Rollkursachen, das kam alles ins Rollen eben, ins Gespräch. Es wurde offiziell, dass da Mittel verwendet werden, die keinenfalls pferdegerecht sind. Das muss man einfach mal sagen, Hilfsmittel, die einfach in Richtung, wie Sie haben es schon angesprochen, in die tierquälerische Seite gehen, also etwas auf die falsche Seite. Und dann hat natürlich die ganze Reiterei aufgehorcht, halt, Moment, da passieren Sachen und das ist ja kein Geheimnis mehr, man weiß, was alles passiert hinter den Kulissen bei den Trainings. Und da hat sich natürlich das entwickelt, dass viele Leute verunsichert waren, ja, ist das jetzt Dressur? Und dann konnten sich diese Gurus entwickeln, das war natürlich eine Marktlücke, haben sie auch entdeckt. Und das boomt unwahrscheinlich, weil die Leute natürlich jetzt denken, das ist jetzt Reiten und das ist pferdegerecht. Muss aber nicht sein. Ich habe so viele Kurse gehabt jetzt in den letzten 2 Jahren, wo ich auch Schüler hatte von gewissen Gurus, in Anführungszeichen Gurus, und muss sagen, also das sind teilweise die merkwürdigsten Sachen, kommen da raus, wo ich sagen muss, ja, und fühlt sich jetzt das Pferd wohl, wenn der Kopf ganz da oben ist, der Hals da unten, der Rücken so weg. Ich glaube, das Pferd fühlt sich jetzt weniger wohl, als wenn er sich jetzt fallen lassen dürfte, den Rücken hergeben dürfte, und die Handhaltungen sind da teilweise sehr merkwürdig, ob breit oder hoch oder wie auch immer, in alle Himmelsrichtungen. Und ich muss sagen, das sind diese Entwicklungen, die sind, gehen in eine Richtung, die auch ganz verkehrt ist. Und da muss man einfach ganz aufpassen, weil es sind eben die Leute, die verunsichert sind, die vielleicht wieder einsteigen, die neu anfangen, die denken, Spitzensport ist jetzt im Moment etwas umstritten, also gehen wir lieber auf diese Seite. Und das ist ein unglaublicher Boom, die haben einen enormen Zulauf. Aber es funktioniert auf die Länge weniger gut. Oder? Es ist einfach, man weiß ja, warum die klassische Dressur jahrhundertelang Bestand gehabt hat, weil es funktioniert hat. Wie arbeiten Sie mit den Pferden? Also ich arbeite hauptsächlich voller Liebe und mit Herz. Und wenn Sie meinen Stall sehen, meine Pferde sehen, das spürt man, wenn man reinkommt. So, dies war nun unsere erste Sendung. Wir hoffen, sie hat Ihnen gefallen. Falls Sie Fragen und Anregungen haben, stehen wir Ihnen unter der E-Mail-Adresse info@reiter-tv.de jederzeit zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal, Ihre Nila Pils.